Warum ist Bewegung wichtig? Die Natur hat unseren Körper nicht für Starre oder Unbeweglichkeit vorgesehen. Das ist einfach so. Wir müssen uns bewegen und wir bewegen uns täglich. Wir atmen ein, wir atmen aus, wir haben einen Herzschlag, wir haben Anspannung, wir haben Entspannung, wir haben Regeneration, wir haben Aktivität. All das ist in irgendeiner Art und Weise ein Rhythmus. All das ist in irgendeiner Art und Weise eine Bewegung, die einem permanenten Rhythmus immer wieder folgt. Wir atmen 20.000 Mal pro Tag ein und aus. Unser Herz schlägt 60 bis 80 Mal pro Minute. Wir sind Bewegung. Die Frage, die wir natürlich uns immer wieder stellen müssen, ist, wie kam man nur um Himmels Willen darauf, dass man gerade an dem Ort, an dem man sich zumeist am häufigsten aufhält, und das ist in unserem Fall hier das Büro, wie konnte man da nur bisher der Auffassung sein, dass man an Bewegung sparen kann oder Bewegung hier in irgendeiner Art und Weise nicht nötig oder gesundheitsfördernd wäre? Ist diese Bewegungslosigkeit Grund für eine mangelnde Rückengesundheit bzw. für Beschwerden? Absolut. Nach unserer Auffassung immer noch die Nummer 1 von Rückenproblemen. Und das ist relativ einfach zu verstehen. Wir haben über 600 Muskeln im Körper, die alle darauf ausgelegt sind, sich zu bewegen. Ein Muskel kann nur dann richtig funktionieren und schmerzfrei sein, wenn er gut durchblutet wird, wenn der Stoffwechsel im Muskel richtig funktioniert. Bewege ich mich nicht, ist der Stoffwechsel gestört und die Durchblutung nicht richtig fließend. Genauso sieht es in der Wirbelsäule aus. Bandscheiben können nur richtig funktionieren, wenn die Wirbelkörper, die zwischen den Bandscheiben sitzen, für eine Bewegung sorgen. Bewegt sich der Körper zu wenig, dann verkümmert die Bandscheibe, sie vertrocknet, wird spröde. Es kann im schlechtesten Fall zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Sie sehen also, es ist eigentlich relativ simpel, wenn man versteht, dass man sich so verhalten sollte, wie die Natur einen gemacht hat, nämlich bewegend. Dass das ein großes Problem ist, das merken Sie daran, dass von den 18 Millionen Menschen, die jeden Tag an einem PC-Arbeitsplatz in Deutschland arbeiten, über 80% über Rückenprobleme klagen. Und da müssen wir auf jeden Fall was für tun. Und kann man jetzt die Bewegung mit Bioswing ins Büro bringen? Sicherlich. Klar muss von Anfang an sein, Bioswing-Stühle sind ein Baustein, wenn es um die Rückengesundheit geht. Mit Sicherheit ein wichtiger und großer Baustein. Es gibt aber nach meinem Empfinden nicht ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Disziplin oder eine einzelne Lösung, die zur Rückengesundheit führt. Es sind immer verschiedene Disziplinen, verschiedene Bausteine, die alle kombiniert dann gut für die Rückengesundheit sein können. Und Bioswing ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Bausteine. Und das liegt daran, dass wir das patentierte 3D-Sitzwerk unter jedem einzelnen Stuhl haben. Was passiert hier? Jede Bewegung, die Sie ausführen, gestikulieren, tippen auf der Tastatur, zum Telefon greifen, nach links, rechts drehen, jede Bewegung, die Sie ausführen, wird von diesem Pendelwerk aufgenommen und wird an den Besitzer zurückgegeben. Das heißt, eine mini- oder makrosensitive Bewegung wird hier an die Muskulatur zurückgegeben, völlig automatisch, ohne dass Sie das willkürlich irgendwie beeinflussen müssen und ohne dass Sie das tatsächlich auch richtig merken. Dieses bisschen Bewegung reicht, dass Ihre Muskulatur ordentlich durchblutet wird, dass der Stoffwechsel in der Muskulatur richtig funktioniert, dass die Bandscheiben richtig mit Nährstoffen versorgt werden. Und das ist ja das, was wir erzielen wollen. Und das ist das, was wir mit diesem 3D-Sitzwerk schaffen können. Ist dann der Sitzball oder ballähnliche Systeme nicht genauso gut wie Bioswing? Entschieden nein. Der Sitzball ist kein Sitzball, das gibt es überhaupt gar nicht. Das ist ein Gymnastikball, wenn Sie so wollen. Und da gehört er auch hin. Physiotherapeutisch begleitet oder in der Sportmedizin ein wirklich gutes Produkt, was phasenweise und im Fall des Falls zu guten Erfolgen führen kann. Aber mit Sicherheit nicht als Sitzgelegenheit im Büro. Schauen Sie, beim Sitzball oder auf dem Sitzball sitzend sind Sie permanent der Schwerkraft ausgesetzt. Ihre Muskulatur, Ihre tiefe Muskulatur muss permanent aufpassen, dass Sie nicht umkippen oder hinfallen. Ihre Muskulatur wird völlig überbeansprucht, einseitig. Sie ermüden sehr schnell. Das Becken ist in einer Schiefstellung. Und jedes System oder jede Idee, die in diese Richtung geht, ist genauso kontraproduktiv aus unserer Sicht. Schauen Sie sich lieber das patentierte 3D-Sitzwerk von Bioswing an. Kommen Sie her und setzen Sie sich da drauf und merken Sie diesen Unterschied zwischen einem bewegten Sitzen und einem wirklich sehr sensiblen, sensitiven Pendel, das Sie 360 Grad in Bewegung hält.